Der nächste ist der Herr Nagel. Der Herr Nagel hätte gerne eine Frage gestellt zur Waldviertelautobahn. Mein Name ist Nagel Hermann, komme aus der Rassenfelder Gegend und möchte meine Sache geht zum Millionen wegen der Waldviertelautobahn fragen. Und wir sind eine größere Gruppe und reden viel drüber und haben alle Unterlagen da aus Zeitungen. Und uns geht nicht in den Kopf, warum man mitten zwischen der B37, 38 und der B4 mittendrin in der Landschaft eine Autobahn bauen will. Man sollte, ist unsere Meinung, die B37, 38 ausbauen als Schnellstraße, auch die B4. Die B4 ist bevorzugt, die hat sowieso die Franz-Josefs-Bahn, die was ziemlich erneuert wird. Und da hätte ich die Frage, ob man da nicht drüber nachdenken könnte. Ja, wir denken schon ziemlich viel nach. Und wenn man sich anschaut, die Europakarte, im Speziellen natürlich Mitteleuropa, erkennt man allein an der Karte, dass da eben eine Lücke vorhanden ist zwischen, sage ich mal, Süddeutschland und dem Schwarzen Meer. Und diese Lücke ist eben gerade bei uns da im Waldviertel. Das heißt, wir brauchen jetzt da diesen Lückenschluss, sowohl Schiene als auch Straße. Und deswegen auch die Idee dieser Europaspange. Denn mit dieser Europaspange können wir dann die internationale Verkehrsachse von Süd bis zum Schwarzen Meer eben fertigstellen und haben dann auch die Möglichkeit, eben das Waldviertel und auch das Weinviertel anzubinden. Wir haben jetzt weder über Trassenführung noch sonst was geredet, sondern wir reden nur mehr von einem Korridor, wo es darum geht, dass man da Waldviertel und Weinviertel gut anbindet. Und ich glaube, dass gerade dieses internationale Netz, dieser Lückenschluss, sowohl Schiene und Straße, nicht nur, sage ich jetzt einmal, Niederösterreich, sondern ganz Österreich und ganz Europa einen Vorteil bringt. Und wir wollen ja, sage ich jetzt einmal, eine internationale Anbindung verbessern auch, was unsere Nachbarstaaten betrifft. Und wir haben natürlich schon ein Ziel, dass das Waldviertel nicht zum Wochenendviertel wird, sondern dass auch weiterhin Betriebe hier sich neu ansiedeln und natürlich auch Exportmöglichkeiten in andere Länder Mitteleuropas und weit darüber hinaus haben. Ja, unsere Meinung ist, dass das Waldviertel sowieso ein Wochenendviertel ist, weil die B37 und wenn ich die B37 und die B4 zu Schnellstraßen ausbaue, auf diesen Trassen, alten Trassen, dann wäre wenig Boden verbraucht und auch alles in die Richtung, wie Sie sagen, die Europaspange, oder? Also wenn man sich das jetzt da anschaut, wie hat sich das Waldviertel in den letzten Jahren wirtschaftlich entwickelt, kann man sagen, es hat sich äußerst positiv entwickelt. Zum einen, was Betriebsansiedelungen betrifft und zum anderen auch, was die Zunahme von Arbeitsplätzen betrifft. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir wollen ja natürlich noch besser werden und deswegen braucht es auch diese Europaspange. Wir haben ja da auch unter Einbindung der Verantwortungsträger hier im Waldviertel eine Vordiskussion geführt, wie soll es da weitergehen. Da gibt es jetzt einmal das Commitment, ja, ein ganz klares Ja zur Europaspange. Und jetzt gibt es seitens der Politik die wichtige Aufgabe und Herausforderung, dass wir eben eine Verkehrsprüfung einleiten können. Da gibt es Gespräche bereits mit dem Ministerium, wo es darum geht, dass erstmals eine Prüfung gemeinsam stattfindet, sowohl Schiene als auch Straße, weil wir beides brauchen, sowohl Schiene als auch Straße. Ich bin 24 Jahre alt, ich rede nicht mehr für mich, ich rede für meine Enkel und Urenkel und ich darf Ihnen da ein paar Unterlagen, die wir gesammelt haben, weil nehme die ich gerne Zeit mit. So kurz ist. Ja, dann nehme ich gerne mit. Aber nur, dass Sie wissen, wir haben also da das uns nicht leicht gemacht, wir haben also da intensiv diskutiert und ich glaube, dass gerade dieses Projekt der Europaspange einen unglaublichen Vorteil für die Region bringt. Bitte das auch in Herrn Landesrat Schleritz. Ja, das mache ich gerne, das ist sicher klar. Aber danke auf alle Fälle einmal für die Hinweise. Darf ich nur eine Frage stellen, Herr Nagel? Sie befürchten offenbar, Sie sind ein Anrainer oder Sie sind einer oder eine Gruppe von Anrainern? Nein, gar nichts. Die B37 schaue ich für eine schreckliche Straße an, die was schon lange eine Schnellstraße sein sollte. Auf der B37 für einen Traktor, einen Mähdrescher, das ist
ich kenne mich aus und ich kenne mich auch im Süden von Niederösterreich aus. Da gibt es die A3, der S6, da gehen Straßen schon ewig, die perfektesten Straßen, nur ins Waldviertel. Also Sie hätten nichts gegen die Waldviertel-Autobahn, wenn die B37 ausgebaut wird, sicher das richtig? Oder? Ja, unbedingt. Mhm. Unbedingt. Und ich vergunne auch nach Waidhofen Richtung Tschechien die B4. Ich vergunne genau dasselbe, das ist eine schöne Straße. Aber da hat man viel weniger Bodenverbrauch. Bitte. Nehme ich mit, aber wir müssen es natürlich im Gesamtkontext sehen. Und Sie wissen auch, dass da eine schwierige Situation war. Ich komme selbst aus dem Weinviertel, bin an der tschechischen Grenze aufgewachsen, so wie wir da an der Grenze sind. Muss man schon sagen, hat sich in den letzten 30 Jahren unglaublich viel getan. Und das zeigen auch alle Zahlen, Daten und Fakten. Ja, so soll es ja im Weinviertel nicht ausschauen wie auf der A2, dass so viele Betriebe dort sind. Kilometer weit, aber ein bisschen mehr müsste schon geschehen. Die Angst brauchen wir dabei nicht haben. Der Wein nicht haben ist ein gutes Stichwort. Gibt es da einen Zeitplan, wann das überhaupt realistisch wäre, diese Europaspange? Ja, jetzt geht es einmal darum, dass wir eben diese Verkehrsprüfung einleiten, also diese gemeinsame. Und ich meine, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Solche Projekte dauern natürlich sehr lang, aber entscheidend ist eine Zukunftsperspektive, die wir brauchen. Da geht es natürlich auch darum, dass man natürlich auch auf europäischer Ebene auch noch die Bretter bohren. Aber ich glaube, dass das von Interesse von ganz Europa ist und da müssen wir natürlich mittelfristig und langfristig denken.